Sagen aus Hamburg. Ein unbekannter Streich des Till Eulenspiegel. Als Till Eulenspiegel aus Hamburg entweichen musste, wanderte er auf der großen Landstraße nach Norden und kam nach dem Tuchmacherflecken Neumünster. Er verdingte sich dort am Marktplatz bei einem geizigen Wullenweber, der seinen Gesellen geringe und wenige Kost gab, so dass sie vom Hunger große Augen hatten. Eulenspiegel, der alle Tage lieber mit den Zähnen als mit den Händen fleißig war, beschloss deshalb bald weiter zu wandern. Ihm juckte aber das Fell danach, einem oder mehreren in den Flecken zuvor eine große Schalkheit anzutun, denn ohne ein Andenken zu hinterlassen, ging er ungern aus einem Orte fort. Nun musste sein Meister einmal mit seiner Frau eine Reise tun. Als nun die Gesellen das Reich für sich hatten, ließen sie von der Arbeit und stellten sich, die Hände unter den Schürzen, müßig vor die Tür. Es waren aber ihrer dreie, Till Eulenspiegel und zwei andere. Während sie nun gähnten und gafften, sahen sie den Schweinemetzger mit der Bütte auf dem Schubkarren nach dem Hof des Meisters Klaus fahren, der auch ein Tuchmacher war. Bei dem Gedanken an Schweinespeck lief den Gesellen das Wasser im Munde zusammen und der Hunger knurrte ihnen nur noch umso hohler und verdrießlicher durch das Gedärm. Eulenspiegel aber, der Schalk, sagte zu den Zweien: »Ihr sollt heute noch Gepfeffertes, Gesalzenes und Geschmalzenes zu essen haben. Schwört mir deshalb bei dem heiligen Vizelin, dass ihr ohne Fragen und Murren tun werdet, was ich euch heiße.« Dazu waren die beiden gleich bereit und Eulenspiegel bedachte sich, wie er sein Wort wahrmachen konnte. Als nun von dem Geschrei des gestochenen Schweins der ganze Markt widerhallte, fragte Eulenspiegel: »Wer ist der faulste Sänger?« Die Gesellen wussten nicht zu antworten. Eulenspiegel aber antwortete ihnen: »Das Schwein, denn es singt nur dann mit Ausdauer, wenn ihm das Messer an der Kehle sitzt.« Darauf hub nach einer Weile Eulenspiegel wieder an: »Was ist der fleißigste Teil am Menschen? Die Arme, die Beine, der Kopf oder der Magen?« Die Gesellen wussten auch hierauf keinen Bescheid zu geben. Es antwortete ihnen deshalb der Till: »Der Magen, denn er knurrt, wenn er keine Arbeit hat.« Indes fuhr der Metzger mit seiner Bütte wieder von des Meisters Klaus Hof, aber nicht nach Hause, sondern nach dem anderen Ende des Marktes, wo er auch des Meisters Gottlieb Schwein abtun sollte, denn Weihnachten stand vor der Tür. Als nun wieder eine Weile vergangen war, sahen die Gesellen den Meister Klaus und seinen Anhang aus dem Hause kommen und über den Markt gehen. Klaus war der Vetter des Gottlieb. Ihn mochte die Neugierde treiben zu sehen, wie das Schwein dort beschaffen war. Da nun Eulenspiegel wusste, dass bei dem Meister Klaus das Haus leer war, sprach er zu den Gesellen: »Geht mit mir hinüber!« Sie standen alle drei auf dem Hof vor dem ausgenommenen Schwein und Eulenspiegel gebot ihnen: »Nehmt es von der Leiter und tragt es dorthin, wo ich euch führen werde.« Da bürdeten sich die zwei das Schwein auf und Eulenspiegel ging voran, stracks in das Haus und in des Meisters Klaus Schlafkammer. »Legt das Schwein in das Ehebett«, sagte er. Auch das taten die Gesellen willig, denn sie waren ihrer schweren Bürde gerne ledig. Als sie aber sahen, dass Eulenspiegel das Schwein zurechtdrückte und mit der Bettdecke zudeckte, als wäre es ein Mensch, wurden sie zornig und riefen: »Was machst du für Narrheiten? Du hast uns Gepfeffertes, Gesalzenes und Geschmalzenes versprochen. Her damit, oder wir werden dir den Buckel besehen.« Da entgegnete Eulenspiegel: »Ei, ihr sollt nicht lange zu warten haben. Kommt nur und setzt euch hier auf die Diele zum Schmause.« Eulenspiegel deckte bei diesen Worten einen Tisch, holte Teller und Messer aus der Küche und rückte die Bank heran. Die Gesellen setzten sich. Eulenspiegel aber sprang hurtig aus dem Hause und rief ihnen zu: »Geduldet euch, ich hole das Mahl!« Er lief über den Markt und rührte dort, wo der Pfarrer seine Klause hatte, unmäßig den messingen Klopfer. Der Geistliche kam selbst, um zu sehen, wer seiner begehrte. Als er nun einen armen Tuchmachergesellen erkannte, wurde er zornig und wollte ihn hinwegweisen. Eulenspiegel aber fuhr ihm in die Rede und sprach:
des Meisters Klaus Frau liegt in den letzten Zügen. Versagt ihr den letzten Zuspruch nicht. Bedenkt, dass ihr selbst wohl dabei fahren werdet, denn der Meister hat schon geschlachtet. Da besann sich der Pfarrer und ließ sich von Eulenspiegel das heilige Gewand antun. Auch den Ministranten holte der Schalk eiligst herbei, so dass sich der Pfarrer wegen solchen Eifers verwunderte und beim Fortgehen sprach: »Ihr seid ein frommer Gesell. Lasst euch von meiner Magd ein Maß Dünnbier reichen.« Der Pfarrer wallte mit gesenktem Blick seine Straße und der Ministrant läutete fromm das Glöcklein. Da kamen alle Bürger, die am Markt ihr Haus hatten, vor die Tür und zogen die Mütze. Auch Meister Klaus, der mit allen anderen noch auf des Meisters Gottlieb Hof war, wegen des Vetters Schweins, lugte über die Planke und sein Weib sprach: »Es gilt das Christophers alte Mutter. Sie hat die Wassersucht und ihre Seele möchte aus dem kranken Leibe hinausfahren.« Wie erstaunte die Meisterin aber nach solchen Worten, als der Pfarrer in ihr eigenes Haus ging, denn es war doch niemand darin, auch kein Kranker. Da liefen beide, der Meister Klaus und sein Weib, heimwärts über den Markt und die Kinder und der Vetter Gottlieb machten sich auch auf. Indes war der Pfarrer bis auf die Diele gekommen, wo die Gesellen vor ihren leeren Tellern saßen und warteten. Der Geistliche sagte zu ihnen, indem er die Hände hob: »Führt mich zu dem Bette, meine Freunde.« Da zeigten die Gesellen ängstlich nach der Kammer und wären gerne weggelaufen, doch die Beine waren ihnen vor Schreck schwer und wie Blei. Der Pfarrer ging in die Kammer. Als er nun das tote Schwein statt der Meisterin im Bette fand, verfinsterte sich sein Gesicht über und über und er begann, auf die Unchristlichkeit seiner Gemeinde zu schelten. Da kam sehr zu ungelegener Zeit der Meister Klaus gelaufen und wollte fragen, weshalb ihm die Ehre geschehe. Der Pfarrer fuhr ihn zornig an, ergriff einen großen Prügel und schlug ihn sehr hart, denn er vermutete in dem unschuldigen Meister den Anstifter des Frevels. Als nun der Pfarrer in großer Wut hinwegging, nahm der Meister den Stock, mit dem er selbst gestrichen worden war, und verhobelte die beiden Tuchmachergesellen, und zwar so wacker, dass sie wie die Hasen hinwegstuben. »Das ist also das Gepfefferte und Gesalzene und Geschmalzene, was uns Eulenspiegel verhieß«, sprachen sie zu sich. »Warum mussten wir uns auch an einen Schalk halten und tun, was er gelobt?« Till Eulenspiegel indes saß an dem Tische des Pfarrers und ließ es sich schmecken. Er betörte die Magd durch schöne Reden so sehr, dass sie den besten Schinken aus dem Rauch nahm und ihm davon vorschnitt. Auch Gepfeffertes und Geschmalzenes brachte sie, so viel er haben mochte. Als sich Eulenspiegel nun gütlich getan, gedachte er bei sich, dass der Pfarrer zurückkommen und ihn übel behandeln könne. Deshalb ging er eiligst hinweg, obgleich es ihm leid war. Er entwich aus dem Lande Holstein und ließ die Tuchmacher in Neumünster fortan in Frieden. Der Esel als Dudelsackpfeifer. Die Frau Gesche von Holten war einstmals die reichste Frau in Hamburg. Zu der kam einmal ein armer Verwandter, um sie um Unterstützung zu bitten. Aber schnöde wies sie ihn ab, und als er ihr sagte, dass auch ihr Glück vielleicht nicht ewig dauern würde, antwortete sie ihm: »Eher kann der Esel auf dem Dudelsack pfeifen lernen, als ich arm werden.« Später aber ist sie so arm geworden, dass sie vom Brot aß, das den Hühnern vorgeworfen wurde. Nun schlich sie einmal nach der Gasse, da begegnete sie einem Possenreißer. Dieser führte einen Esel, der einen Dudelsack spielte. Da dachte sie daran, was sie einmal gesagt hatte, als sie noch reich war. Bald darauf ist sie gestorben. Auf ihr Grab wurde ein Stein gesetzt. Auf diesem war ein Bild von einem Esel, der einen Dudelsack blies. Andere jedoch erzählen diese Sage folgenderweise. In der alten Hamburger Domkirche, die nun schon lange abgetragen ist, stand seit alters ein merkwürdiger Grabstein, der als Bild einen Esel zeigte. Aber das Seltsamste an diesem Esel war, er stand aufrecht und auf den Hinterbeinen und hielt in den Vorderpfoten gar artig eine Sackpfeife, auf der er anscheinend recht lustig blies. Mit diesem Esel aber hatte es folgende Bewandtnis. Ein reicher Kaufmann, der wohl zur Zeit des großen Krieges gelebt haben mag, vermaß sich einstmals im Übermut, er könne nie verarmen.
Eher möchte ein Esel auf der Sackpfeife spielen, als dass sein Hab und Gut verloren gehen könne. Aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Ehe er sich versah, war er ein ganz armer Mann geworden und musste in bitterer Not sterben. Da setzte man ihn, den pfeifenden Esel, zum Grabstein. Heute ist der Stein im Museum und den Blicken der Menge entzogen, und da wird auch nicht mehr so viel von ihm erzählt. Altona. Auf dem Hügel, wo jetzt Altona steht, standen vor einigen hundert Jahren nur wenige elende Fischerhütten. Da wetteten zu einer Zeit die reichen Hamburger miteinander, sie könnten, wenn sie nur wollten, mit ihrem Gelde noch eine solche Stadt erbauen wie Hamburg. Gesagt, getan. Um nun zu erfahren, wo das erste Haus gebaut werden sollte, band man einem Waisenknaben die Augen zu, damit er nicht sehen konnte, und ließ ihn gehen. Wo er aber zuerst hinfiele, sollte die Stadt stehen. Der Knabe ging fort, kam bald von dem Hamburger Gebiet auf holsteinischen Grund und Boden, und wie er nun an jenen Hügel ankam, stieß er an und fiel nieder. Da riefen die Hamburger, »Das ist ja Altona!« Aber sie hielten doch Wort, die Stadt ward da hingebaut und bekam den Namen Altona. Und so wisst ihr nun denn, wie dieses Stadtviertel Hamburgs zu seinem Namen kam. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wieder neue Sagen aus unserem Heimatland von mir erzählt werden.